wirklich alles klar? Oder sind eure Augen noch auf ganz andere Dinge gerichtet? Nein, nein, wir sind voll fokussiert. Nein, nein, keiner Fokus. Ich bin so fokussiert. Ich sehe hier die ganze Zeit Hände durch dieses Bild Jonas, schweifen. Du bist so fokussiert, dass du überhaupt nicht im Bild bist. Jonas, das bleibt da hinten. Okay. Oder wer ist so? Nein, das gehört nach rechts. Nein. Weil das gerade das ist. Da hinten. Nein. Doch. Guck mal, da hinten Silvia, ist alles schräg. Ja, aber hier passt es nicht. Die sind alle fest. Wir haben ein neues Hobby gefunden. Werde ich auch unten verlinken, denn es gibt jetzt ein ziemlich geiles Puzzle, was man mit ganz vielen Leuten umsetzen kann. Das werden wir nicht im Stream sehen bei uns. Das könnt ihr einfach mit Freunden umsetzen. Aber Obacht, wenn ihr das anbietet, dann sind plötzlich die Gedanken einfach nur auf kleine Teile mit Nupsis bezogen und alles andere könnt ihr vergessen. Aber das macht nichts. Wir kriegen trotzdem ein Wochenprogramm hin vom Feinsten und das beginnt morgen am Samstag mal wieder mit einem unglaublichen Pen and Paper. Chrissy, wo führt euch morgen denn die Reise hin? Ja, die letzte Reise, die wir letzte Woche hatten, hat uns ja geführt nach Rinden an eine Höhle. Und zwar sind wir auf einer Mission, etwas zu finden für Wilbert Zumbart. Und das Letzte, was passiert ist, war, dass Alvin uns in eine riesige Ranke hat gelockt, gegen die wir kämpfen mussten, die uns alle in ihre Fangen geholt hat. Und da sind wir gerade fertig mit gewesen. Und jetzt kommen wir dieser Höhle oder dieser Krypta immer näher und wollen da rein und werden uns morgen dann anhören, was da auf uns zukommt. Ich bin schon sehr gespannt auf jeden Fall. Rufus hat da einiges vorbereitet für uns. Und ja, was machen wir Sonntag, Walter? Ja, Sonntag wird es wieder musikalisch. Pick One, Kick One steht wieder auf der Tagesordnung. Und dann geht's diesmal geht's um Lieblingslieder. Und zwar nicht nur meine und nicht nur Peggys, sondern wir werden auch ganz special Lieblingslieder von Silvia hören, habe ich gehört. Und wo wir gerade bei Silvia sind, was machen wir denn am Montag? Am Montag gibt es noch ein Kriminalrollenspiel. Eigentlich eins, was glaube ich schon 15 Jahre alt ist. Also, wir haben es nicht vor 15 Jahren gespielt, aber es hat schon so lange auf dem Buckel, denn man kann es zu viert spielen. Mord im Hotel. Und was Chrissy, Walter und Fenja da wieder fährt, das erfährt man halt dementsprechend am Montag. Und am Dienstag, wie viele Level schaffen wir, Nico? Eieiei, ich habe gehört, dass da jede Menge Level letztes Mal geschafft wurden bei NotPron und diesmal möchte ich natürlich wieder dabei sein, um die schwersten Level des gesamten Internets hier zu rätseln. Dann werden wir mal wieder in den Seitenquelltext schauen, werden wieder ein bisschen mit Photoshop arbeiten, denke ich mal, und da werden wir wahrscheinlich jede Menge IQ-Wissen brauchen. Aber was ist denn Mittwoch, Malte? Ja, am Mittwoch treffe ich mich mit meinen alten Klassenkameraden online und übertrage das live ins Internet. Wir hauen alte Geschichten raus, das wird ganz lustig, bis irgendwer tot ist und dann sind wir traurig. Kriminalrollenspiel, tödliches Klassentreffen am Mittwoch. Und was ist Donnerstag, Hagen? Donnerstag ist wieder Talk, Talk, Talk. Ihr wisst es. Wir quatschen wieder, was das Zeug hält. Diese Woche wieder ganz special. Es gibt wieder Nachschub, die großen fünf gibt es wieder neue. Und was ist noch ganz special? Wir werden Geogesser spielen. Bin ich überhaupt noch da? Ja. Ist die Frage? Ja, bin ich noch. Von mir hat sich gerade alles aufgehangen. Super. Wir werden Geogesser spielen. Seid also mit dabei und schaltet ein. Wir haben nämlich schon lange nicht mehr auf dem Erdball uns zurechtfinden müssen. Und am Freitag ist wieder ein richtiger Klassiker angesagt, den Jonas und Peter jetzt gemeinsam ansagen werden. Hallo, ich bin... Hallo, ich bin Jonas. Und wir spielen zusammen... League of Legends. Nein, du bist nicht. Ich weiß es nicht mehr. Wir spielen nämlich Among Us, Herr Aschenbach, und auch werte Herr Zuschauer. Und das wird ein ganz großes Fest. Im Raumschiff sind wir unterwegs und machen alles Mögliche, töten uns, machen Aufgaben, lügen, was das Zeug hält. Und Jonas Aschenbach ist mit dabei und das freut mich am meisten. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch wieder auf Instagram hier Silvia anschreiben oder im Jugenddienst und dann könnt ihr dabei sein, wenn ihr Bock habt.
Ganz genau, wenn ihr nicht Bock habt, dann schreibt doch einfach auch nicht an. Warum denn auch? Nur mal kurz als Preview, den nächsten Samstag werden wir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel zum Thema Kochen machen, denn eigentlich wären wir auf dem Finkenborn, da hätten wir unser Kochenende gehabt. Und die Rezepte werden wir zwar nicht rausholen, aber wir werden 3 verschiedene Shows rund um das Thema Kochen anbieten. Ich glaube, das wird ganz schnitzelig, wollte ich gerade sagen, aber das ist ja Quatsch. Vegan schnitzelig. So, okay. Ja, das war unsere Woche. Wir sehen uns vielleicht dann und wann. Von daher, wir wünschen euch schöne Zeugnisferien, sofern ihr die habt, oder ansonsten auch schöne Tage. Tschüss. Tschüss. Nicht so viel Skifahren. Tschüss.